Chinas Präsident Xi Jinping hat zum wiederholten Mal eine Öffnung der heimischen Wirtschaft und eine Senkung von Importzöllen angekündigt. Die im Ausland seit Jahren als überfällig angesehenen Schritte nannte Xi in einer Rede auf dem Asienforum in Boao im Süden Chinas. Beobachter sahen darin den Versuch, im Handelsstreit mit den USA Dampf abzulassen. Ohne US-Präsident Donald Trump persönlich zu nennen, sagte er: Die Mentalität des Kalten Krieges und Nullsummenspiele wirken immer altmodischer und überholt. Isolationismus rennt gegen Mauern. Nur durch Festhalten an friedlicher Entwicklung und Zusammenarbeit können wir wirklich alle gewinnen. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, lobte die Linie. Innovation und technische Entwicklung dürften nicht länger auf eine kleine Gruppe von Ländern beschränkt bleiben. Zwei Drittel der Roboter weltweit sind in dieser Region zu finden, vor allem in Japan, Südkorea und China. Das muss weitergehen und durch diesen Handel wird Innovation auch künftig geteilt. Der Streit zwischen den beiden Wirtschaftsgroßmächten war in den vergangenen Wochen eskaliert. Trump beschuldigte die eigenen Leute, bei Verhandlungen zum Beispiel über die Welthandelsorganisation WTO nicht aufgepasst zu haben. China zieht die Vereinigten Staaten seit vielen Jahren über den Tisch. Wir hätten tun können, was sie getan haben. Wir haben es nicht gemacht, was sie gemacht haben. Und es ist das schiefste Regelwerk an Handelsregeln geworden, das jemals irgendeiner gesehen hat. Beobachter sehen in dem sogenannten Handelskonflikt vor allem den Versuch, Hochtechnologie von China fernzuhalten.